So, weiter geht's mit Ghostwick Breakpoint. Und wir starten heute mit der ersten Mission oder mit der nächsten Mission fern. Kommst du rüber zu mir? Zu dem Team? Oder wo? Also, du bist auch am Ausrüsten, ne? Warte. Alles gut. Ich warte auf dich. Ich wollte nur gerade gucken, welche Dings ich zuerst aktiviere. Warte. Quatsch mal mit dem Typen hier mal. Wie geht's dir? Ganz gut. Aber hör zu. Du musst dir etwas ansehen. Da drüben auf dem Tisch. Erkennst du ihn? Ja, sein Name ist Victor Crost. Black Ops, alter Schule. Ich schätze, dass er für die CIA hier ist. Wenn er ein Spitzel ist, dann könnte er uns vielleicht helfen. Soweit ich weiß, hält er sich irgendwo in der Channels-Region auf. Du solltest da mit der Suche anfangen. Würde ich tun. Mal sehen, was ich rausfinde. Das war ein guter Fund. Schön, dass ich helfen kann. Obwohl ich angeschlagen bin. Deep State, Episode 2 Abenteuer, okay. Wurde mir gerade angezeigt. Also, wir haben auch für einige Aufgaben. Und, okay, da sind Level 6. Gut. Kann ich die anderen mal wie. Kann ich die anderen mal ein bisschen ausblenden? Die anderen Missionen irgendwie. Ich geh erstmal nochmal mit Schulz quatschen hier. So lange, wie wir noch hier sind. Ja. Ihrem Freund. Er hält durch. Dank Ihrer Hilfe. Kennen Sie einen Lieutenant Colonel Walker? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War Mascartex Militärberater. Und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Ja. Wir kennen uns. Sie sehen sehr entschlossen aus. Sie haben wohl große Pläne. Wissen Sie, wie ich von dieser Insel komme? Klar. Und uns einfache Leute sich selbst überlassen, hm? Auckland ist 2000 Kilometer weit weg. Verdammt langer Weg, wenn man mit eingekniffenem Schwanz rennen muss. Ich lauf nicht davon, Mads. Die USS Wasp liegt nur ein paar Kilometer vor der Küste. Wenn ich sie erreiche, kann ich mit Hilfe zurückkommen. Die Wasp? Hm? Keine Ahnung, ob es mir gefällt, wenn diese Leichtmatrosen auf der Insel rumrennen. Das sind doch ein paar Ledernacken an Bord. Na, wenn das so ist. Ich will ehrlich sein.
Wir haben keine Chance gegen ehemalige Spec Ops. Deshalb wollen ein paar Freunde, Selbstversorger und Scout-Mitarbeiter die Inseln auf Booten verlassen. Garantieren Sie den Schlüssel? Auf jeden Fall. Okay. Ich sag ihm, wo die Boote sind. So, da hätten wir das. Ja. Ein neuer Hinweis. Noch ein bisschen kurz umgucken hier mal. So. Im Biwak ausruhen, okay. Da drüben laden. Gucken wir uns noch an, was wir vielleicht kaufen können. Ja, wir fangen dann mit der Mission oben von ganz oben an, würde ich sagen. Sinking Sound natürlich. Wir sollten einfach gucken, dass wir auf der Karte schauen, was immer am nächsten liegt und das abarbeiten. Ja. Da ist die Mission. Ja, es wäre halt everyone und deswegen will ich das gerade mal kurz eben nicht alle Missionen annehmen, sondern nach und nach. Da hast du schon recht, dass wir nicht alles nehmen. Für Optiken und so müssen wir gleich noch ein bisschen Geld erstmal reinholen, okay. Hättest du gedacht, dass wir hier enden? So. Die Ware ist gerade knapp, diese verdammten Straßensperren. Schrot bitte. Nee, bin ich ja nicht so der Fan. Ich bin ja so Maschinenpistole. Wie haben wir denn überhaupt 1500? Sturmgewehr. Also wenn wir Präzisionsschützengewehr, ich brauche ja eine normale. Hast du dir irgendwas gekauft? Nö, ich habe noch mal reingeschaut. Das war es erstmal noch ein bisschen sein. Wir kriegen noch bestimmt genug Kohle und Ausrüstung zusammen irgendwann. Hier vorne wäre das mit dem Funkgerät. Ach, du bist auf keinen Ausweg oder was? Bist auf deiner Mission, ne? Wenn du um rechts siehst. Ich weiß gar nicht, wie ich die wechseln kann. Warte mal. Du kannst, wenn du auf die Karte zugreifst, kannst du die lösen, die Mission. Wir können auch auf keinen Ausweg gehen, das ist kein Problem. Ich muss mal wechseln. Warte. Du musst nur raussuchen, wo da stehen die Orte vorher gegraut. Und die Mutter musst du drauf gehen, dann kannst du die lösen, die Mission. Ah, okay. Weil ich hatte jetzt überlegt, weil wir hier jetzt gerade schon sind, dass wir die einfach nehmen. Bist du bereit für diesen Kampf? Ich habe jetzt alles angeheftet an Mission, ich habe die aber jetzt wieder gelöscht. Oder beziehungsweise ich habe die jetzt wieder, also nicht gelöscht, sondern nur rausgenommen erstmal. Wie kann man denn später die wieder dazupacken, ist jetzt die Frage.
Du gehst einfach wieder auf die Karte und hängst sie wieder rein. Du kannst sie ja da wieder anheften. Du hast sie ja da einmal. Du brauchst sie noch nicht angeheftet. Die kriegst du ja, die Mission. Ach so, okay. Ja. Gut. So, wir sollten erstmal die Höhle verlassen. Ja, ich will jetzt erstmal das Funkgerät nutzen, nur der Und uns dann Eingriff. erstmal hierher begeben. Hier ist nämlich auch was, Fraktionsunterstützung. Das ist Ja, nicht weit klar. weg. Dann machen wir das doch. Dann nehme ich erstmal So, die hier verlassen wir raus. aber erstmal. Danke für den Wo Tipp, kamen wir genau, denn hier okay. rein? Glaub, warte, wir kamen, glaube ich, von hier, genau. Von hier kamen wir. Auf jeden Fall geil gemacht mit der Basis. Muss man schon mal. Das Lustige ist, ich kann nicht mal dir direkt hinterherlaufen, sondern ich muss selber erst auswählen. Ich jetzt auswählen muss. Jetzt krieg ich den ganzen Scheiß erklärt. Ernsthaft. Brauche ich nicht. Gerade. Ich erkunde lieber selber. Hier vorne wäre jetzt der die Möglichkeit für die Mission kein Ausweg. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir einen anderen Mal. Wir machen jetzt erstmal hier. Genau, erstmal eins nach dem anderen. Ich wollte jetzt ganz den Punkt da vorne, der 1,3 Kilometer weg ist. Ich fahre dir hinterher, ja. Meinst du der komische grüne, der grüne Punkt da oder was? Na da jetzt, der jetzt unter 1000 Meter ist. Danke für den Tipp. Ja, den wir machen wollten, ja. Das wird wahrscheinlich der Punkt sein, ja. Ich sehe jetzt. Ach ja, da unten, ja. Jetzt sehe ich die. Ich muss dich mal an. Wasser nachfüllen. Ja, machen wir mal. Ja, ist vielleicht gar nicht so doof. Weißt du, warum ich jetzt abgestiegen bin? Weil hier Weil doch so. hier vorne oben auf der Brücke ein roter Punkt war. Nicht, dass wir dann wieder in die Arme von irgendwelchen Gegnern rennen. Mit dem Motorrad, das wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Nicht schlimm, alles gut.
trampelt bei dir einer im Hintergrund. Getrampelt bei dir im Hintergrund. Nö, eigentlich nicht. Ich höre zumindest nichts in die Richtung gerade. So. Aber es kann sein, es ist Halloween, es kann sein, dass die Nachbarn vielleicht mit den Kiddies unterwegs sind. Dass man das irgendwie so mitbekommt, ich Fenster aufmacht draußen. Da fahren gerade auch hinter uns rote Fahrzeuge, okay. Gut. Warte mal. Sind wir jetzt hier richtig, oder? Ja, ich mach. Warte mal gerade kurz, ich kann mal ganz erstmal durchgehen hier. Das ist nur der eine? Ah, jetzt haben wir Fernglas. Ich hab eine Drohne. Zivilisten dürfen nicht getötet werden. Da ist aber Einheit A und B, ist definitiv Gegner. Die in der Mitte sind auf jeden Fall Zivilisten. A und B oder was? Oder sind das Gegner? A und B sind Gegner. Die drei, die da an der Mitte stehen, sind Selbstversorger, sind Zivilisten. Das sind bestimmt die wir dann zurückbringen müssen nach. Ja, ich guck gerade nur durch, ob da ist noch einer, ist doch ein C. Bitte mal, nein, das war falsch parkiert. Nahkampfeinheit. Das A, das ausgegraute A. Sehr als ich, ob da mehr A noch rumläuft und Leuten. Ich glaube, das sind nicht nur die drei. Ich bin neulich an einem der alten Dörfer vorbeigekommen. Das war komplett leergefegt. Verlassen. Da wuchsen schon Pflanzen durch die Dächer. Eine Schande ist das. Diesen Ureinwohnern war die Umwelt wirklich. Eine Schütze, ein Brecher. Also Fakt ist, jetzt sind nur drei Gegner. Die drei, die ich dir anmarkiert habe. Also, du bist schon im Dorf. Soll ich dir schon mal was, soll ich dir schon mal was wegschießen? Den einen auf A vielleicht? Den hätte ich jetzt mich schön. Der hier alleine, der hier vorne steht? Ja, den A. Warte. Ich hab einen schönen. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, ja, ja. Der dabei kann ich jetzt machen, weil ich quasi ein bisschen rechts von dir sitze. Alles gut. Überall. Warte, da kommt jetzt was von links von dir. Dann kommt jetzt der andere wieder, ja. Scheiße. Fuck, das war meiner. Ich hab den zu tief gesetzt, den Schuss. Ich geh mal kurz rüber. Ich habe aber auch ganz schön daneben geschossen jetzt. Achso, da kommt ein Auto.
Hinterm Auto sitzt einer. Hab ich. Das war's. Waren das hier. Alle? Jetzt. Hast du die zwei, den... Ja. Hab alle beiden, okay. Ist eine Kiste. Ein STG. Okay. Stufe 10. Ach, das ist Präzisionsschussgewehr. Okay. Ich glaube, hier was Cooles noch dabei. Ich habe das halt im Gegner nicht ausgerüstet gehabt. Hier ist das. So. Jetzt habe ich eine LMG drin. Ich höre Schüsse und Explosionen im Hintergrund. Okay, 121. Das ist das LMG. Und das hat einen Schalldämpfer drin. Soweit ich weiß. Oder? Herzlich. Wie geil! Ich kann im Steuerkreuz rechts, kann ich irgendwie in Infrarotsicht machen. Aber das ist ja die Fähigkeit, die, glaube ich, mein Charakter hat. Nö, die kann ich auch freischalten, wenn ich will. Okay. Mit Fertigkeitspunkten. Der, du musst halt aber dann den Charakter ändern. Mehr oder weniger. Okay? Ich habe jetzt Nachtsicht und dann kann ich auch noch Infrarotsicht freischalten. Okay. Mit Fertigkeitspunkten. Ja, im Dunkeln ist es vielleicht cool. Wer weiß, ob das hier Tag-Nacht-Wechsel ist. Ja, ist ja. Der Start war ja bei Nacht. Wir haben dann nur so lange rumgehalten, hampelt, dass es Tag wurde. Na ja, gut, okay. Na ja, gut, dann macht es natürlich Sinn, dann immer die Infrarotsicht und so zu haben. Die Nachtsicht zu haben. Endsentinel-Lager entdeckt. Kontrollstation Tiger 4. Oh, oh, Vorsicht. Oh ja. Ja gut, dass wir das sogar gesehen haben. Mist. Ach, der ist tot auf dem Geschütz. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das funktioniert, sich hinzulegen. Ja, das war aber klar. Die sind, glaube ich, nicht dämlich, die Jungs. Warte, hey. Wir müssen hier schnell weg. Erstmal hier die Leiche raus. Abflug. Oh. Genau, Kev. Am besten noch mehr auf sich aufmerksam machen. Das ist immer eine ganz gute Idee.
Ja, gut. Ab nochmal auf Torfstation. Das Ding hat aber eine Streuung. Links sind wieder rote Punkte. Okay, hier weiterfahren bringt also nichts, das ist zu steil. Das könnte sehr, sehr böse enden. Wir müssen da hinten hin. Wie hast du das jetzt mit dem Fernglas gemacht? R1 gedrückt halt. Da muss im Inventar rechts oben das Fernglas drin sein. Ah ja. Okay, gut zu wissen. Zeug. Oh, Lagotan. Was ist das? Mist. Was war das jetzt? Das ist eine Drohne. Ja. Die Drohne hat uns gesehen. Ja gut, das ist klar. Die stört gerade so ein bisschen unser Radar. Oh. So schön. Scheiße. Ich habe zwei von denen mitgeholt. Geht schon wieder gut los.